bisschen bleiben wir dran. Ach, ich sehe, ach, das war ein Klatschen, von die Arbeitswelt irgendwie, ja, und es geht um die Lebenswelt, und zwar es geht um sozioökonomische Ungleichheit in der Gesundheit während der Covid-19-Pandemie, empirische Analysen und Implikationen für die Pandemieplanung. Timo. Ja, liebe Nadine, liebe KollegInnen und alle Zuhörer an ihren Endgeräten. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin ein bisschen außer Atem. Ich hatte gerade noch anderthalb Stunden Lehre, bei denen ich meinen Studierenden Antwort stehen musste. Und das war tatsächlich herausfordernd. Aber kommen wir zu meinem eigentlichen Vortrag, der aus dem Projekt in Hekow sich speist. Und hierbei geht es um die Frage, wie sich die nicht Ja, oder wie sich die Infektionsschutzmaßnahmen, die getroffen worden sind im Zuge der Pandemie, auf die soziale und gesundheitliche Lage prekär Beschäftigter ausgewirkt haben. Und damit ja, greift es auch schon so ein bisschen in den Vortrag vorher über, weil wir zum Beispiel wissen, dass insbesondere prekär Beschäftigte nicht immer die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu haben, sondern eher privilegiertere Bevölkerungsgruppen. Jetzt sollte das ja auch funktionieren. Genau. Was sind nun die sogenannten nicht intendierten Auswirkungen? Denn man kann die Corona-Pandemie beziehungsweise und die damit einhergehenden nicht pharmakologischen Interventionen, so nennen die Mediziner das sehr gerne, NPIs, als und ihre Auswirkungen als ja unanticipated consequences betrachten, weil sie ja eigentlich darauf abgezielt haben, dass Infektionen eingedämmt werden, das Risiko oder dass wir auch also die Inzidenzen von Infektionen zurückgehen, aber eben auch Sterblichkeit aufgrund mit oder an Corona zurückgeht. Das sind ja eigentlich die vornehmlichen Ziele dieser nicht pharmakologischen Intervention, zum Beispiel die soziale Distanzierung gehört. Aber wir wissen auf der anderen Seite auch, ja, inzwischen gibt es da ja auch breite Literatur zu, dass diese negative Konsequenzen haben. Und das ist das, was Merton eben meinte mit den unanticipated consequences of purposive social action. Sie haben eigentlich ein positives Ziel für die Gesellschaft, aber bringen auch negative Resultate mit sich. Und so verstehe ich auch diese NPIs als Handlung, die mit negativen, unbeabsichtigten Folgen einhergehen. Und als ich den Antrag geschrieben habe, war die Diskussion in den Medien noch nicht so ganz so groß und auch nicht in der Gesellschaft darüber. Inzwischen hat das aber ganz klar auch zugenommen und durchzieht, glaube ich, auch schon inzwischen die Gesellschaft, wie sinnvoll die ein oder anderen Maßnahmen sind, die getroffen worden sind. Weil man hier ja auch immer wieder gucken muss, welche negativen Konsequenzen damit einhergehen. Genau, hier für Sie auch noch mal ganz kurz dargestellt, die nicht pharmakologischen Interventionen im Zeitverlauf bis hier Februar 2021. Der erste Fall in Deutschland, das war am 29.01.2020, lange ist es her. Und dann hatten wir die Meldung der ersten Infektion in Heinsberg, das war am 27.02. und dann ab März kam es dann zu den ersteren Maßnahmen mit bundesweiten Kontaktbeschränkungen, mit Fernsehansprache von der Merkel, mit Start der Corona-App. Dann hatten wir die verpflichtenden Tests für Rückkehrer aus Risikogruppen. Wir hatten den ersten Schulbeginn in den ersten Ländern. Dann hatten wir aber, und das war ja das, was ja auch vor Ausbruch der zweiten Welle prophezeit wurde. Ne? Also da wurde es ja erstmal gelockert und da kam ja auch schon aus Seiten der Experten die Warnung, ne? Es wird eine zweite Welle kommen. Und dann seit November, beginnend mit dem Lockdown Light, der sich dann in einen sogenannten harten Lockdown überführt wurde, sind wir eigentlich immer noch fast davon betroffen. Gleichwohl wir, wie Sie auch sehen können, ja ab 27.12.
ja, die Impfkampagnen gestartet haben. Die Risikogruppen, die Hochrisikogruppen, das wissen wir inzwischen auch, die Pflegeheime, die sind fast alle zu 100% durchgeimpft. Jetzt kommen so langsam auch die, ich sag mal, Normalsterblichen dran. Ungeachtet dessen sind wir immer noch davon betroffen. Und die grundsätzliche Frage ist natürlich, wie sich insbesondere dieser Lockdown Light oder auch der harte Lockdown auf die soziale und gesundheitlichen Lage von sozial Benachteiligten und bei mir geht es speziell um prekär Beschäftigte ausgewirkt haben. Denn schauen wir uns einfach mal an, die wirtschaftlichen Auswirkungen. Das ist jetzt hier von 2008 bis 2020 die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes und Sie sehen 2009, da ging es auch schon ein bisschen runter, das war die Weltfinanzkrise, die wir hatten. Ja, und dann gucken wir aber mal bei 2020, da sehen wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie und insbesondere eben dieser nicht pharmakologischen Interventionen waren größer als die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2008 beziehungsweise 2009. Hier sehen wir dann nochmal etwas zum Gastgewerbe beziehungsweise Beherbergung und Gastronomie. Sie sehen immer hier diese schönen wunderbaren Wellen. Ne? Das sind diese saisonbedingten Veränderungen, kann man sagen. Und dann aber auch hier sehen Sie es im Jahr 2020, ist es extrem runtergebrochen. Ne? Was eben auch ganz klar natürlich ist logisch mit dem Lockdown zusammenhängt. So, und dann haben wir hier nochmal die Erwerbstätigen im Inland, wieder von 2008 bis 2020. Und diese blauen Balken ist immer die Veränderung gegenüber dem Vorjahresquartal. Und Sie sehen auch wiederum, die Finanzmarktkrise hatte hier auch einen klar negativen Effekt auf die erwerbstätigen Zahl. Wobei, wenn wir dann wieder das Jahr 2020 oder ab 2020 betrachten, sehen wir, dass es extrem stärker dort die Auswirkungen, die wirtschaftlichen Auswirkungen anhand der erwerbstätigen Zahl zu beobachten ist. Ja. Genau, auch nochmal dargestellt, durchschnittlicher Bruttomonatsverdienst von Voll- und Teilzeitbeschäftigten. Auch hier sehen Sie wieder, seit Ausbruch der Pandemie, beziehungsweise seit der Initiierung dieser nicht pharmakologischen Intervention, wobei man hier eben auch jetzt nicht sagen kann, das sind nur die NPIs, die in Deutschland getroffen worden sind, sondern diese Veränderungen, diese wirtschaftlichen Veränderungen resultieren natürlich auch aus den Shutdowns, beispielsweise in China, die dazu geführt haben, dass ganze Produktionsketten nicht mehr Bestand hatten. Ne? Das muss man nochmal ergänzend dazu sagen. Ungeachtet dessen sehen wir, ja, da geht es runter. Also wir haben wirtschaftliche Auswirkungen und da hat sich dann für mich eben die Frage gestellt, wie wirkt sich denn diese Pandemie beziehungsweise diese nicht intendierten Effekte der nicht pharmakologischen Intervention auf die soziale und gesundheitliche Lage prekär Beschäftigter aus. Dazu kann ich Ihnen jetzt leider noch keine eigenen Ergebnisse präsentieren, da das Projekt erst vor kurzem gestartet hat, aber wir sind natürlich kräftig dabei. Aber so ein was wissen wir? Ne? Also so ein paar Informationen kann ich Ihnen trotzdem heute schon mal vorstellen. Wir wissen ganz klar, prekär Beschäftigte gelten am Arbeitsmarkt als besondere vulnerable Gruppe, weil sie eine verringerte Beschäftigungssicherheit haben, ein verringertes sicherndes Einkommen haben, also Einkommensunsicherheit und auch in Bezug auf ihre Rechte und soziale Sicherheit als benachteiligt gelten. Was wir auch wissen, das haben wir gerade eben auch in der Weltwirtschaftskrise gesehen, 2008, dass äußere Schocks, und dazu gehört zum Beispiel die Weltwirtschaftskrise, ja, der Ökonom würde von Schwankungen im Konjunkturzyklus sprechen, dazu gehört eben auch die Pandemie, die hat auch dazu geführt, dass die meistens über prekär Beschäftigte aufgefangen werden. Ja, das ist so dieses Stichwort flexibler Arbeitsmarkt. Der wurde sozusagen ja auch mit Schröder, mit unter Schröder so stark flexibilisiert, dass eben Unternehmen
bei äußeren Schocks, wie beispielsweise eben der Weltwirtschaftskrise, sich daran anpassen können. Und dazu gehört dann beispielsweise, dass prekär Beschäftigte eher gekündigt werden. Ja, und das hat aber der Arbeitsmarkt auch so vorgesehen. Da kommt der Arbeitsmarkt den Unternehmen entgegen. Auch unter der Idee zu sagen, naja, dadurch wird aber ein großer Teil der Arbeitnehmer auch geschützt vor solchen äußeren Schocks. Wer ist nun häufiger betroffen von prekärer Beschäftigung? Das sind Niedriglohnbezieher, Bildungsferne, Erwerbseinsteiger, Frauen und mit mehr als 40% der Erwerbstätigen sind das Arbeitnehmer im Gastgewerbe. Ja, das waren die, wo es gerade eben so extrem runtergegangen ist. Land- und Forstwirtschaft, Kunst und Unterhaltung und in der Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen. Ja, und das ist jetzt eine Studie von einer Kollegin von mir, von Professor Katja Möhring aus Mannheim, die über verschiedene Zeitpunkte Personen gefragt haben hinsichtlich der Möglichkeit oder beziehungsweise wo sie arbeiten beziehungsweise wie sich ihre Arbeitssituation auch verändert hat und dies aber nun gestaffelt nach unterschiedlichen Einkommensgruppen. Ja, und wir hatten ja gerade eben darüber gesprochen, wie Homeoffice ankommt und wie toll das ist, aber man muss sagen, dass insbesondere Niedriglohnbezieher weitaus weniger häufig die Möglichkeit hatten, tatsächlich im Homeoffice zu arbeiten, als ja, Arbeitnehmer, die mehr als 2.500 Euro, ich glaube, es ist netto in diesem Fall, netto verdienen. Ja, und das kann man jetzt einfach mal gucken, wenn wir jetzt auf ganz links in die Grafik schauen, der Balken mit vom 3. beziehungsweise bis zum 9. Juli, dort ist dann die Befragung stattgefunden, haben angegeben, dass 71% vor Ort arbeiten müssen bei denjenigen, die mehr als 2.500 Euro netto verdienen, sind es zum gleichen Zeitpunkt nur 47,2%. Ne? Und das sind erhebliche Unterschiede. Ne? Und jetzt muss man sich immer so ein bisschen die Frage stellen, was heißt das vor Ort arbeiten? Und was heißt das auch vor dem Hintergrund eines höheren Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein? Denn darauf läuft das hinaus. Ne? Und das bedeutet auch, dass man sich die Frage stellen muss, naja, wenn diese 71,4% müssen ja auch irgendwie zur Arbeit kommen. So, die verdienen aber jetzt auch nur relativ wenig Geld. Wie kommen sie möglicherweise zur Arbeit? Während derjenige, der mehr als 2.500 netto verdient, möglicherweise, na gut, der erstens ein geringeres Risiko, weil er nicht vor Ort arbeiten muss, auch mobil, also ne, er muss auch nicht dorthin fahren und wenn er dahin fährt, möglicherweise im eigenen Auto. Ne? Ja, also da sehen wir schon so eine erste Tendenz dazu dahin, dass die getroffenen NPIs auch ganz klar ungleich wirken. Ne, vor dem Hintergrund der Risiken, die man ausgesetzt ist. Ja, hier, das ist jetzt mal so eine Zusammenstellung von Katseva und Kuznetsova. Das sind Kolleginnen aus Russland, die analysiert haben, welche Gruppen am meisten von den beziehungsweise meisten Einkommen und Wohlfahrtseinbußen hinnehmen müssen im Zuge der Pandemie. Und da sehen wir schon, da wird ganz klar gesagt, 51,4% sind schon mal ganz klar, das sind die prekär Beschäftigten, die hier starke Einkommens- und Wohlfahrtseinbußen hinnehmen müssen. Das sind Self-Employed, also Selbstständige, die zum Teil auch Solo-Selbstständige werden auch zu der Gruppe der prekär Beschäftigten gezählt zum Teil. Und dann eben sind es 63,1% der Arbeiter in den Industrien, die am meisten betroffen sind. Und das sind diese Industrien wie beispielsweise das Gastgewerbe. Ja. Also da sehen wir schon, das hat jetzt laut dieser Studie anderes Land, ne, muss man klar sagen. Übertragbarkeit ist dann immer noch so eine Frage. Aber wir sehen ganz klar, dass da schon auch was passiert, ne, im Zuge der Pandemie. Und da stellt sich eben wiederum die Frage, wie
wirkt sich das dann gesundheitlich aus? Hier noch zu guter Letzt eine kleine Studie. Und das ist nämlich das Interessante dabei. Das ist jetzt eine amerikanische Studie und auch hier können wir gleich gerne noch im Nachgang darüber unterhalten, inwieweit das zutrifft. Aber hier wurden die Personen gefragt, inwieweit sie, obwohl sie selber Covid-19 betroffen waren, also eine Covid-19-Infektion vorliegen hatten oder wussten, dass auf der Arbeit jemand ist, der Covid-19 hat, trotzdem zur Arbeit gehen und anhand dieser auf der ganz linken Seite Indikatoren wurde dann eben der Zusammenhang gemessen und was sie eben gesagt haben, ist, dass diejenigen, die ja vulnerabel sind, ja, und das sehen Sie unten rechts, die Operationalisierung, oder sich als vulnerabel, verletzlich in der Arbeit ansehen, dass diese auch tatsächlich signifikant häufiger tatsächlich auch zur Arbeit gehen, obwohl sie selber wussten, dass sie infiziert sind, beziehungsweise auch wussten, dass sie Kontakt mit Infizierten auf der Arbeit haben. Das ist jetzt auch nur ein kleiner Hinweis dahin, aber es zeigt eben auch so ein bisschen die Komplexität hinter diesem Thema prekäre Beschäftigung und Gesundheit vor dem Hintergrund der nicht intendierten oder der nicht pharmazeutischen Intervention, beziehungsweise auch ja, der insgesamt damit einhergehenden Wirtschaftskrise. Denn was man jetzt hier an dieser Reihe hier sagen kann oder diskutieren kann, ist ganz klar, inwieweit prekär Beschäftigte aufgrund ihrer sozialen Lage dazu gezwungen sind, auch sich einem höheren Infektionsrisiko generell auszusetzen oder die Infektion an andere weiterzutragen, weil sie sagen, naja, mal ganz ehrlich, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, verliere ich meinen Job, ne? Verliere ich meine Lebensgrundlage. Ne? Genau. Ja, Schlussfolgerung ganz schnell. Prekär Beschäftigte sehen sich natürlich im Zuge der Pandemie unterschiedlichsten sozialen und gesundheitlichen Anforderungen ausgesetzt. Also einmal besitzen sie möglicherweise ein erhöhtes Infektionsrisiko, weil sie eben geringere Möglichkeiten haben, überhaupt im Homeoffice zu arbeiten oder weil sie auch wissen, dass sie zur Arbeit gehen müssen, ja, um den Lebensunterhalt zu bestreiten, egal ob sie nun selber infiziert sind oder auch wissen, dass sie in einem Betrieb arbeiten, wo beispielsweise die Maßnahmen relativ lax sind, ja. Oder kaum umsetzbar sind. Also man muss sich sozusagen dann bewusst einem höheren Infektionsrisiko aussetzen. Sie haben auf der anderen Seite aber auch ein erhöhtes gesundheitliches Risiko aufgrund eines drohenden Arbeitsplatzverlustes. Sie haben das ja eben gesehen, ne, bei den ganzen Kurven mit der Wirtschaftsentwicklung. Da sind erstmal prekär Beschäftigte am ehesten von betroffen, weil man sie sozusagen, ich sage es jetzt ein bisschen salopp, am einfachsten kündigen kann. Und natürlich ist es auch so, hat man den Arbeitsplatz verloren, treffen auch finanzielle Sorgen auf. Ne? Wie kann ich meinen Lebensunterhalt bestreiten? Und insbesondere auch bei der Pandemie ist, und das wissen wir aber auch generell bei Arbeitslosigkeit, ist diese Unvorhersehbarkeit, wann man wieder einen Arbeitsplatz bekommt, natürlich einer der, ja, also ein Faktor, der dazu zu diesen finanziellen Sorgen nochmals psychosoziale Belastung obendrauf kommt. Und das ist auch das, was ich in meinem Projektteil unseres größeren DFG-Projektes untersuchen möchte. Ich möchte genau darauf eingehen, wie hat sich der Zusammenhang zwischen oder wie hat sich die gesundheitliche Lage von prekär Beschäftigten über den Zeitverlauf verändert und wie hat sich auch beispielsweise der Verlust des Arbeitsplatzes, ist es was anderes im Zuge der Pandemie seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ja, also für das gesundheitliche Befinden, für das psychosoziale Befinden im Vergleich zu der Zeit, wo keine Pandemie bestand, ja. Das sind so ja, recht wissenschaftliche Fragestellungen, aber Sie sehen auch dahingehend, ja, es hat immer auch einen ganz klaren Bezug zum Alltag. Genau. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und bin gespannt auf Ihre Anmerkungen und Fragen, sofern welche bestehen. Vielen Dank. So.
Timo, dir vielen lieben Dank. Wir gucken mal, was sich im Chat noch tut. Oder auch gerne, wie gesagt, einfach Mikro an, Kamera an und ich bin sicher, der Referent steht gerne für Fragen bereit. Gut, Timo, dann muss ich dir eine Frage stellen. Sehr gerne. Ja, du hast es ja auch schon gezeigt, die unterschiedlichen Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeitergeld. Wäre das quasi etwas, wo du sagst, Kurzarbeitergeld hat quasi nicht das Ziel erreicht, auch in dieser Bevölkerungsschicht irgendwie nennenswert was auffangen zu können? Das grundsätzliche Problem ist ja Kurzarbeitergeld, wenn du schon relativ wenig verdienst, dann, also das bringt dann gar nichts. Ja, dann musst du ja auch aufstocken. Zum Teil ist es so, dass also Minijobber kriegen gar kein Kurzarbeitergeld. Jetzt natürlich dann auch wiederum die Frage so, naja, inwieweit ist das eine erzwungene Situation, also einen Minijob wahrzunehmen? Wir wissen natürlich, dass gerade Frauen auch freiwillig häufiger eine Teilzeitbeschäftigung nachgehen, um vielleicht die Haushaltskasse aufzubessern. Zum Beispiel, ne, ich sage es jetzt so ein bisschen, weil noch so ein bisschen in der Tradition des Breadwinner-Modells ist es ja noch in Deutschland doch noch relativ weit verbreitet. Aber wir müssen jetzt einfach mal ganz klar sagen, ne, alleinerziehende Mütter, die sind zu 50% arbeitslos, nicht arbeitslos, sondern gelten zu 50% als relativ arm. Von denen gehen bestimmt eine Reihe arbeiten und wenn man denen dann Kurzarbeitergeld anbietet, dann ist das, glaube ich, so ein bisschen, ja, was sollen die machen? Ne? Da bleibt nicht viel bleibt nicht viel übrig vom Einkommen, wenn man schon relativ wenig verdient, wenn man dann noch Kurzarbeit bekommt. Das ist das große Problem dabei, wenn man es überhaupt bekommt. Das war ja ganz spannend, dass Kurzarbeitergeld ja viel ja dann auch in den hohen Einkommensklassen und viel dafür aber bei der prekären Beschäftigung oder bei den geringen Einkommen in Arbeitslosigkeit übergegangen ist in den Zahlen, die du gezeigt hast. Ja, und vor allem ist es natürlich auch so, ich glaube, dass, das weiß man, aber das ist jetzt auch nur etwas, was ich so ein bisschen mutmaße, dadurch, dass natürlich in diesem prekären Beschäftigungsverhältnis diese Abhängigkeit vom Arbeitgeber viel größer ist, ja, da kann man auch schon mal die Frage stellen, naja, inwieweit wurde Kurzarbeitergeld beantragt, möglicherweise, aber die Leute mussten doch mehr arbeiten. Ne? Also das muss man eben auch sagen. Es könnte auch passieren. Also, aber wie gesagt, es gibt relativ wenig Belastbares dazu, momentan noch. Wir wissen, dass die Kolleginnen in Bielefeld mit dem sozioökonomischen Panel zusammen da ein bisschen näher zu beforschen und ich will auch diese Daten nutzen, um da auch nochmal so ein bisschen mehr statistische Ergebnisse für das nächste Mal präsentieren zu können einfach, ne? Weil das sind jetzt bisher natürlich Mutmaßungen, die man hat. Sie sind relativ nachvollziehbar. Viele Dinge kennen wir auch aus anderen Krisensituationen. Aber grundsätzlich bleibt eben die Frage, was trägt die Gesellschaft so noch mit sich und insbesondere prekär Beschäftigte, wenn wir hier aus der Pandemie rausgehen? Vera. Genau, ich habe auch noch eine Frage dazu. Und zwar habe ich das jetzt bei vielen auch Covid-bezogenen Studien im letzten Jahr so wahrgenommen, dass das auch politische Aufmerksamkeit irgendwie bekommen hat. Wie ist das jetzt in dem Themenfeld? Also ist das in der Studie jetzt oder auch generell in dem Thema irgendwie schon politisch Interesse gestoßen? Ja, weiß ich gar nicht. Also das kommt ein bisschen darauf an. Man muss unterscheiden in der Diskussion bei Ungleichheit und Covid-19. Da, was auf jeden Fall zugenommen hat, ist das Interesse, auch das politische Interesse zu schauen, wo ist das Infektionsrisiko größer oder das Infektionsgeschehen. Ja, wir hatten ja jetzt die große Kölner Studie, wo dann auf einmal entdeckt worden ist, es hat alle verwundert. Also gerade auch die ganzen Public Healther und so, die waren alle ganz erstaunt, dass in sozial Benachteiligten das Infektionsgeschehen größer war. Hat man überhaupt nicht erwarten können.
Das wird jetzt gelobpreist. Guck mal, jetzt haben sie was getan. Das hätte man natürlich viel früher machen müssen eigentlich, weil man natürlich schon vorher weiß, dass sowas passiert. Aber diese Studien, diese lokalen Studien, die, und das ist natürlich schon was Schönes, dass das in Köln auch durch die Politik überhaupt initiiert worden ist damals. Also ne, damals. Das hat auch in Hamburg stattgefunden, in Berlin. Und das nimmt mehr wahr. Aber da geht es eigentlich eher um die Frage der, wie ist das Infektionsgeschehen? Wo ist es größer? In welchen Bevölkerungsgruppen? Da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall politisch schon größer auf der Agenda. Die nicht intendierten Effekte. Ich weiß es nicht. Zum Teil wird natürlich schon viel darüber diskutiert, wie Künstler und ne, oder Menschen aus der Unterhaltungsindustrie durch die Pandemie kommen. Und das sind natürlich zum Teil auch viele von prekär beschäftigt, das ist richtig. Aber diese große Brille, glaube ich, die wird erstmal nicht angefasst. Das wird immer noch, das wird auch alles noch ein bisschen dauern, bis man so diese ganzen wirtschaftlichen Folgen und alles so ein bisschen nacharbeiten kann. Ja. Ich glaube, jetzt ist die Politik auch eher daran interessiert, dass alle ihren Impfstoff bekommen. Ja, da bleiben dann so ein paar Sachen dann eben auch liegen. Aber das ist ja, wie du sagst, ja auch Dinge, womit die Gesellschaft ja noch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte daran zu knabbern hat. Psychische Belastungen, gesundheitliche Folgen, das wird sich ja noch hinziehen. Ja, und es ist halt, also das, es ist ein super komplexes Themenfeld. Also je mehr man sich auch reindenkt, gerade was so diese indirekten Folgen angeht, von sozialer Isolation. Ne, das geht natürlich jetzt, wenn man an die Kinder denkt, was nehmen die so mit zum Beispiel? Was geht aber auch an die Erwachsenen? Was nehmen die mit? Was nehmen Singles? Wir hatten es eben mit Singles, die im Homeoffice arbeiten müssen. Was nehmen die armen Singles mit von der Zeit, zu Hause zu sein? Wir hatten es in Köln, dass man eine gewisse Zeit ab 9 Uhr nicht mehr rausgehen darf. Also das ist schon das, ja, es bleibt abzuwarten. Aber als Soziologe ist es natürlich, stellt man sich schon die Frage, was für Nachwirkungen das haben wird. Und zwar nicht nur wirtschaftlicher Natur. Da kann man ja auch mal endlich ein bisschen anderes Thema haben als immer nur Wirtschaft.